Die Inflation ist in der Schweiz schon seit geraumer Zeit geringer als in der Eurozone und der Kanal Visualökonomik Deutsch meint, eine Antwort darauf gefunden zu haben, warum dem so ist. Also macht euch schon mal darauf gefasst, gleich Desinformationen und neoliberale Ideologie in reinst Form präsentiert zu bekommen. Beginnen wir mit den harmlosesten Aussagen. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, dass eine Zentralbank etwas anders funktioniert als die meisten anderen staatlichen Institutionen. Erst einmal ist sie eine unabhängige Institution, die im Rahmen ihrer Zielvorgaben, also zum Beispiel der Währungsstabilisierung, walten und schalten kann, wie sie es für richtig hält, ohne von den Parlamenten direkt kontrolliert zu werden. Moment mal, eine Institution wie die Zentralbank wird plötzlich der demokratischen Kontrolle entzogen und fällt wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen, ohne sich vom Wahlvolk oder vom Parlament rechtfertigen zu müssen. Und was ist dann der Kommentar von Visualökonomik dazu? Hören wir uns das nochmal an. Ohne von den Parlamenten direkt kontrolliert zu werden. Nun ja, zumindest sollte das so sein. Außerdem. Zumindest sollte das so sein. Ach ja. In einer Demokratie sollte es auf keinen Fall so sein, dass man Entscheidungen vom demokratisch gewählten Parlament wegnimmt und sie an eine technokratische Institution auslagert. Vor allem, wenn es sich um eine solch wichtige Entscheidung wie das Zinsniveau handelt. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass der Siegeszug des Neoliberalismus nämlich nicht erst in den 80ern, sondern schon in den 70ern begann, wo die Zentralbanken im Gefolge der Ölkrisen die Rolle der Inflationsbekämpfer übernahmen. Sie erhöhten damals die Zinsen massivst, um Unternehmen in die Pleite zu treiben, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen und die Löhne zu senken. Und was soll man sagen? Sie hatten damit vollen Erfolg. In den meisten Industrieländern entkoppelten sich in den 70er oder in den 80er Jahren Lohn- und Produktivitätswachstum. Und zwar just zu dem Zeitpunkt, wo die Nominalzinsen über das nominale Wirtschaftswachstum stiegen. Und just als das geschah, erhöhte sich in vielen Industrieländern die Arbeitslosigkeit. Und Lohn- und Produktivitätswachstum entkoppelten sich voneinander. Und genau das war auch das Ziel der Zinserhöhungen. Die Verhandlungsmacht der Arbeiter sollte geschwächt und die Macht des Kapitals, seine Profite auszuweiten, sollte erhöht werden. Das war das eigentliche Ziel. Die unabhängige Zentralbank ist keineswegs etwas Sinnvolles oder etwas, was sich aus den historischen Entwicklungen her als sinnvoll erwiesen hatte, sondern sie ist ein wichtiger Baustein einer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen, sind Klassenkampf von oben. Und wenn man sagt, dass eine Notenbank unabhängig sein sollte, dann macht man sich zum Propagandist eben dieser neoliberalen Politik. Dazu, warum eine unabhängige Notenbank eigentlich die falsche Institution ist, um die Inflationsrate zu stabilisieren, und dazu, was man eigentlich tun sollte, um die Inflation in einem gewissen Zielbereich zu halten, werden wir noch nachher kommen. Außerdem kann man eine Zentralbank, was vielleicht sehr überraschend klingt, in gewisser Weise mit einem Unternehmen vergleichen, das Immobilien und Schulden hat und oft auch Gewinn macht. So machte die Europäische Zentralbank im Jahr 2020 zum Beispiel einen Nettogewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Nein, diesen Vergleich kann man nicht ziehen. Wenn eine Zentralbank Kapitalerträge erhält und dadurch Gewinne macht, dann wirkt das saldenmechanisch ähnlich wie eine Steuererhöhung. Der Staat macht einen höheren Überschuss und die Privatwirtschaft macht ein höheres Defizit. Nach diesen zwei sehr seltsamen Aussagen kommen wir nun zur eigentlichen Frage. Warum ist die Inflation in der Schweiz im Vergleich zur Europäischen Währungsunion so niedrig? Seit 2009 war die Inflation in der Schweiz 70% der Zeit negativ. Und das ist noch nicht alles. Wie ihr seht, lag die Inflation in den Jahren, in denen sie positiv war, nie über 1%. In die Fachsprache übersetzt könnte man sagen, dass die Schweiz ein Land ist, das eher an Deflation als an Inflation gewöhnt ist. Das heißt, die Preise fallen Jahr für Jahr auf breiter Front. Die Frage ist, warum dieses Phänomen auftritt. Warum in aller Welt gab es in der Schweiz praktisch keine Inflation? Druckt Ihre Zentralbank im Gegensatz zum Rest der Welt überhaupt kein Geld? Nun, haltet euch fest, denn jetzt kommt der interessanteste Teil. In der Schweiz wird nicht nur ständig neues Geld gedruckt, sondern auch in einem irren Tempo.
Um euch eine Vorstellung davon zu geben, allein in den letzten 10 Jahren hat die Schweizer Zentralbank die Menge der umlaufenden Franken um das 4-fache erhöht. Das ist ein enormer Anstieg. Nur mal im Vergleich, das ist fast 60% mehr als im gleichen Zeitraum von der Europäischen Zentralbank in Umlauf gebracht wurde. Und die war ja schon nicht eben für eine restriktive Geldpolitik bekannt. Ich meine, wir kennen es ja auch schon aus dem Euroraum, aber in der Schweiz wird es endgültig deutlich. Niedrige Zinsen und jede Menge Geld zu drucken führen nicht unweigerlich zur Inflation. Ja, soweit so richtig. Die Quantitätstheorie ist widerlegt. Änderungen der Geldmenge können die Inflation in keiner der großen Volkswirtschaften erklären. Um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich und MMT mit Jan hatten dazu schon mein eigenes Video erstellt. Bei diesen Ersparnissen handelt es sich um die sogenannten Zentralbankreserven. Und gerade die spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Inflation oder Wechselkursen. Wenn eine Zentralbank über sehr hohe Reserven mit hoher Bonität verfügt, zum Beispiel über viel Gold, kann sie bei einer unerwarteten Inflation oder sinkenden Wechselkursen diese Reserven verkaufen. Im Gegenzug erhält sie dann einen Teil der von ihr ausgegebenen Währung wieder zurück. Der Mechanismus ist dabei im Prinzip einfach. Indem die Zentralbank Vermögenswerte verkauft, entzieht sie dem Markt Geld und verringert also die in Umlauf befindliche Geldmenge. Und was passiert, wenn ein Gut knapper wird? Richtig, der Preis steigt. Okay, das klingt bei Geld vielleicht erstmal komisch, bedeutet hier aber einfach nur, dass man sich für die gleiche in Umlauf befindliche Menge an Geld mehr kaufen kann, beziehungsweise dass der Wechselkurs, also der Preis, zu dem die eigene Währung gegen andere getauscht werden kann, steigt. Mit anderen Worten, viele Reserven sind eine wichtige Grundlage dafür, dass eine Zentralbank in der Lage ist, Angebot und Nachfrage ihrer eigenen Währung zu kontrollieren. Oder anders gesagt, dafür, dass ihre Währung einen stabilen und sicheren Wert hat. Nichts anderes aber ist Inflation, der Wertverlust einer Währung. Wir können uns aufgrund von Inflation mit einem Euro weniger kaufen als in der Zeitperiode davor. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Aus diesen Aussagen, die wir gerade eben hörten, spricht wirklich ein fundamentales Unverständnis davon, was Inflation ist und welche Rolle eigentlich der Wechselkurs annimmt. Fangen wir mal ganz vorne an. Gehen wir jetzt mal von unveränderten Preisniveaus im In- und Ausland aus, um diese Überlegung etwas anschaulicher zu machen. Wenn der Wechselkurs einer Währung sinkt, dann werden importierte Güter teurer. Wenn er steigt, dann werden importierte Güter billiger. Für Exporte gilt genau der umgekehrte Fall. Ein steigender Wechselkurs macht Exporte für das Ausland teurer. Ein sinkender Wechselkurs macht Exporte für das Ausland billiger. Ein sinkender Wechselkurs erhöht also die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Ein steigender Wechselkurs hingegen schädigt die Exportindustrie. Ein sinkender Wechselkurs führt also über kurz oder lang zu Leistungsbilanzüberschüssen. Ein steigender Wechselkurs zu Leistungsbilanzdefiziten. Der für die Schweiz relevante Fall ist ein zu schwacher Wechselkurs, da der Franken in der Vergangenheit eher unterbewertet war und die Schweiz somit Leistungsbilanzüberschüsse hatte. Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ein Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass ein Land mehr Güter exportiert, als es importiert und auch mehr Kapitalerträge bekommt, als es außer Landes führt. So ein Leistungsbilanzüberschuss übt also einen starken Aufwertungsdruck auf die eigene Währung aus. Der Wechselkurs tendiert also dazu, Import- und Exportpreise so zu regeln, dass es zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz kommt. Wechselkursveränderungen können also gar keine dauerhafte Erklärung für Inflation sein, da sie voll auf die Terms of Trade durchschlagen, aber nur zu einem kleinen Teil, nämlich entsprechend der Importquote, auf die Verbraucherpreise. Und somit es einen extrem starken Mechanismus gibt, der dafür sorgt, dass der Wechselkurs für einen Ausgleich der Leistungsbilanzen sorgt. Jetzt müssen wir an diesem Gedankenbeispiel von eben noch eine kleine Änderung vornehmen. In der Realität gibt es nämlich keine starren Preisniveaus, sondern verschiedene Inflationsraten in verschiedenen Währungsräumen. Die Änderung, die wir vornehmen müssen, ist, dass sich die Wechselkurse anhand der Inflationsdifferenzen bewegen müssen.
Das bedeutet, in einem Land mit höherer Inflation muss die Währung andauernd abwerten gegenüber einem Land mit geringerer Inflation. Die Wechselkurse orientieren sich langfristig an den Kaufkraftparitäten. Sie sorgen also dafür, dass Güter im In- und Ausland gleich teuer sind und sich die Leistungsbilanzen ausgleichen. Wechselkursänderungen können also keine Ursache für Inflation sein, sondern ganz im Gegenteil, die Inflationsdifferenzen erklären Wechselkursänderungen. Um euch eine Vorstellung zu geben, während ihr im Jahr 2000 mit 100 Schweizer Franken nur 60 Dollar kaufen konntet, könnt ihr heute mit demselben Betrag mehr als 100 Dollar kaufen. Der Wert hat sich also in nur 20 Jahren fast verdoppelt. Ihr seht also, dass die EZB nicht die alleinige Sünderin ist. Die amerikanische Fed steht ihr nur wenig nach, was das Ganze aber keineswegs besser macht. Im Gegenteil. Es handelt sich quasi um ein Wettrennen der Inflationsratten. Trotzdem, wie wir alle wissen, beutelt es den Euro noch viel schlimmer als den US-Dollar. Denn die EZB ist in den letzten Jahren quasi zu einem hochriskanten Hedgefonds geworden. Aber warum haben Euro und Dollar gegenüber dem Franken abgewertet? Nun, das lässt sich relativ leicht erklären. In der EWU und den USA waren die Inflationsraten höher als in der Schweiz. Damit sich der für den Handel wichtige, reale, effektive Wechselkurs des Frankens nicht ändert, muss er also aufwerten. Dass der Franken aufwertet, ist also nur eine Folge der niedrigen Inflation in der Schweiz und keineswegs das Verdienst irgendeiner Notenbank, sondern es zeigt einfach, dass die Mechanismen am Devisenmarkt, die zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz führen, also zumindest langfristig, so stark sind, dass sie zumindest teilweise funktionieren. Wieso nur teilweise? Nun, weil der Franken die gesamte Zeitspanne, wo er aufgewertet hat, trotzdem immer noch unterbewertet war. Die Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten nämlich durchgängig extrem hohe Leistungsbilanzüberschüsse erzielt. Und nicht nur das, auch die Europäische Währungsunion erzielt seit neuestem, also seit fast 10 Jahren, seit der Eurokrise, Leistungsbilanzüberschüsse. Zwar lange nicht so hohe wie die Schweiz, aber immerhin. Und trotzdem ist der Euro gegenüber dem Dollar nicht auf, sondern abgewertet. Stimmt das, was ich eben erklärt habe, etwa nicht? Nun, es ist tatsächlich etwas komplizierter. Langfristig gleicht der Wechselkurs die Inflationsdifferenzen aus. Doch es gibt, dank des tollen freien Devisenmarktes, ein Phänomen, was diesem extrem starken und langfristig auch wirksamen Mechanismus entgegenwirkt. Sogenannte Währungsspekulation oder Carry Trading. Es ist eigentlich relativ leicht zu verstehen, was hier passiert. Dafür müssen wir uns einfach nur die Zinsdifferenzen zwischen Euro, Dollar und Frankenraum ansehen. In der Eurozone lagen die Zinsen seit Beginn der Niedrigzinspolitik der EZB im Jahre 2014 unter denen der USA und in der Schweiz sind die Zinsen sowieso niedriger. Das bedeutet, es lohnt sich für bestimmte Währungsspekulanten, sich Geld in Euro oder Franken zu leihen und dieses dann in US-Staatsanleihen anzulegen, um die höheren Zinsen in den USA zu kassieren. Wenn man sich aber Geld in Euro oder Franken leiht und es anschließend in Dollar anlegt, dann erzeugt man zusätzliche Nachfrage nach Dollar und verzerrt damit den Wechselkurs. Der Dollar wird stärker, Euro und Franken werden aber schwächer. Dies kann mittelfristig zu heftigen Schwankungen am Devisenmarkt führen und erklärt unter anderem die aktuelle Unterbewertung des Euro. Die Unterbewertung des Franken lässt sich so teilweise erklären. Denn die Schweizer Nationalbank verlässt sich nicht auf den Schindluder, den die freien Devisenmärkte treiben, sondern sie hilft aktiv nach und manipuliert den Wechselkurs des Franken, um für eine dauerhafte Unterbewertung zu sorgen und das merkantilistische helvetische Wirtschaftsmodell aufrechtzuerhalten. Sie druckt nämlich Schweizer Franken, verkauft sie am Devisenmarkt gegen andere Währungen, um den Wechselkurs zu drücken und legt das Geld, was sie dann einnimmt, einfach global beispielsweise in Aktien an.
Diese Wechselkursmanipulation, die freilich zu Lasten vom Rest der Welt geht, der die Schweizer Leistungsbilanzüberschüsse finanzieren darf, hat dazu geführt, dass die SNB mittlerweile ein riesiges Vermögen angehäuft hat. Und um dieses Vermögen hat Visualökonomik eine wirklich abstruse Theorie entwickelt, die erklären soll, wieso in der Schweiz die Inflation so niedrig ist. Aber seht selbst. Aber was bedeutet das nun konkret für den Euroraum? Nun, dafür werfen wir einen schnellen Blick auf die nackten Zahlen. Im Fall der EZB belaufen sich die Reserven, die wir bereits gesehen haben, auf etwa 1,4 Billionen Euro. Das heißt, die Eurozone verfügt über eine Gesamtunterlegung ihrer Währung von etwa 17%. Das ist allerdings ein läppischer Anteil gegenüber dem, den die Schweizer Zentralbank vorhält. Dort schreibt man Sicherheit groß und verfügt über eine Gesamtunterlegung von 91,5%. Und ja, dümmer wird es heute tatsächlich nicht mehr. Die Schweiz manipuliert ihren Wechselkurs und mit den eingenommenen Devisen kauft sie Vermögenswerte in anderen Ländern. Und das soll jetzt tatsächlich der Grund dafür sein, warum die Inflation in der Schweiz so niedrig ist. Dass das Schwachsinn ist, wird unter anderem mit einem Blick nach Japan deutlich. Dort hat die Notenbank ihre Bilanz nämlich ähnlich stark ausgeweitet wie die SNB. Und es gibt trotzdem keine Inflation, obwohl die Bank of Japan in ihrer Bilanz hauptsächlich Staatsanleihen hält. Also ob man Staatsanleihen oder ausländische Wertpapiere oder sonst irgendwas in der Zentralbankbilanz hat, hat keinen Einfluss auf die Inflationsrate. Nein, der wahre Grund dafür, warum die Inflation in der Schweiz so niedrig ist, ist weder in der Geldmenge, noch in der Zentralbankbilanz, noch im Zinsniveau und noch beim Wechselkurs zu suchen, sondern bei den Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten sind langfristig gesehen die einzig relevante Erklärung für Inflation. Die Inflationsrate ist langfristig gesehen gleich der Änderung der Lohnstückkosten. In der Schweiz war in den letzten 20 Jahren nämlich nicht nur die Inflation zu einem Großteil der Zeit negativ, sondern auch das Wachstum der Lohnstückkosten. Ähnlich sah es übrigens in Japan aus. In der Eurozone sind die Lohnstückkosten etwas stärker gewachsen, was in einer etwas höheren Inflation resultierte. Die Dinge könnten doch so einfach sein, wenn man sich einfach nur die Empirie ansieht und logisch nachdenkt, bevor man solche Videos erstellt. Aber das scheint bei Visualökonomik nicht der Standard der Wahl zu sein. Ich werde mich nämlich nächste Woche mit einem weiteren Video dieses Kanals zur Eurozone beschäftigen. Und dieses ist noch furchtbarer als das, was ihr eben sehen durftet. Dass es Visualökonomik auch nur darum geht, neoliberale Propaganda zu verbreiten und nicht seine Zuschauer zu informieren, wird an folgenden ziemlich eindeutigen Formulierungen sichtbar. Und wenn wir wieder in die EZB-Bilanz blicken, können wir auch den Hauptschuldigen dafür finden, dass ihr anteilsmäßig so wenig Geld zum Sparen bleibt. Denn der größte Posten sind, wie gesagt, die Schulden der Regierungen. Das heißt, dass die Schweizer Zentralbank anteilsmäßig der Schweizer Regierung viel weniger Geld leiht, als dies in der Eurozone der Fall ist. Man könnte aus diesem Vergleich also den bösen Verdacht ableiten, dass die EZB nicht ganz so unabhängig ist wie die Schweizer Zentralbank und wohl auch nicht, wie es ihre eigenen Statuten vorsehen. Könnte es also sein, dass sie den jeweiligen Regierungen ihrer Mitgliedsländer einfach immer gerade so viel Geld zur Verfügung stellt, wie diese gerade brauchen, ohne Rücksicht auf die Geldwertstabilität? Nein, dem könnte nicht so sein. Anders lassen sich die großen Zinsdivergenzen, die wir in der Eurozone sehen, nicht erklären. Die EZB stellt den Nationalstaaten mitnichten genug Geld zur Verfügung, als dass sie sich zu gleichen Konditionen verschulden könnten. Sie überlässt es vielmehr den Spekulanten an den Finanzmärkten zu entscheiden, welche Nation pleite geht und welche nicht. Im Falle von Griechenland hat die EZB 2012 sogar zu Ultima Ratio gegriffen und dieses Land tatsächlich bankrott gehen lassen. Mal ganz abgesehen davon, dass Staatsfinanzierung in unserem Geldsystem letztendlich immer über die eigene Notenbank stattfindet, ist dieses Konzept an sich schon Klassenkampf gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung. Eine unabhängige Notenbank, die die Zinsen erhöht, um Inflation zu bekämpfen, tut dies letztendlich,
um Unternehmen und Privathaushalte in die Pleite zu treiben, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen und die Löhne zu drücken. Es geht bei Zinserhöhungen darum, Kapitalinteressen zu verteidigen und nicht darum, die Inflation zu bekämpfen. Bei unterschiedlichen Zentralbanken analysiert. Die eine diszipliniert die Politik, das ihr vom Volk zur Verfügung gestellte Geld sinnvoll, das heißt nicht verlustbringend einzusetzen, während die andere bei dieser Wächterfunktion grandios versagt und die Politiker schon seit Jahren in bester Laissez-faire-Laune von der Leine gelassen hat. Was soll die EZB denn machen? Soll sie Statthalter für die verschiedenen europäischen Länder ernennen? Und diese geben ihnen dann einzelne Sparprogramme und ihre Wirtschaftspolitik vor? Es ist wirklich komplette antidemokratische Hetze, was hier stattfindet, die, glaube ich, nicht weiter kommentiert werden muss. Eine antidemokratische Institution wie die EZB soll also demokratisch gewählten Parlamenten fortschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Demokratieverachtender wird es echt nicht mehr. Oder wer weiß, vielleicht doch. Wir sehen uns nächste Woche mit noch mehr neoliberalem Schwachsinn von Visual Economic.